Jetzt mach ich nicht so breit. Ich? Wo sind meine Manschettenknöpfe? Telefon. Ich brauche die heute Abend. Also mal, wollen wir nicht lieber zu Hause bleiben? Nein, nein. Bella, du hast versprochen, ach, mitzugehen. Nee, immer diese langweiligen Uni-Empfänge. Jetzt geh doch mal ran. Das ist doch dein Telefon. Oh, nee. Und wo ist dieses blöde Telefon? Na, vielleicht finde ich einen Manschettenknopf. Ja, bei Block. Ja, natürlich. Der Obermordkommissionspräsident Frau Block ist gerade untergetaucht. Ich will es gar nicht hören. Ich will gar nicht hören, dass es dir leid tut. Die Arbeit ruft und Bella atmet erleichtert auf. Sie muss sich nicht mit irgendwelchen langweiligen, weltfremden Literaten unterhalten. Du nervst. Über langweilige, weltfremde Themen. Nein, sie darf zurück ins Revier und Räuber fangen. Simon, ein kleiner Junge ist verschwunden. 6 Jahre alt. Er sieht Kevin Petersen zum Verwechseln ähnlich. Das ist der Junge, den wir vor 3 Monaten mit Stichwunden tot aufgefunden haben. Sein Mörder läuft immer noch frei rum. Und vielleicht ist das vermisste Kind sein nächstes Opfer. Gefoltert, missbraucht und weggeworfen. Der vermisste Junge ist der 6-jährige Oskar Liebig. Er wollte zum Spielplatz, das war um 10:30. Also vor circa 6 Stunden. Ja. Er sieht Kevin Petersen sehr ähnlich. Glauben Sie an einen Serientäter? Wir machen eine Großfahndung. Hallo? Wer bist du denn? Ich bin Bella. Und du? Ronja. Ronja, sind deine Eltern zu Hause? Wer ist denn da? Meine Mama. Kannst du sie mir mal holen? Na klar, melde ich mich. Hallo? Guten Tag. Sind Sie Susanne Liebig? Ja. Mein Name ist Bella Block, Kriminalpolizei. Haben Sie Oskar gefunden? Nein, leider noch nicht, aber ich hätte ein paar Fragen an Sie. Kommen Sie rein. Ist Ihr Sohn öfter schon mal später nach Hause gekommen, als es verabredet war? Nein, er kennt die Uhr ja schon. Die Uhr hab ich ihm da gebracht. Ja? Liebig? Wie alt bist du denn, Ronja? Ja, gut, fast schon 8. Und du? Nein, eben nicht. Bisschen mehr als 8. Ja, ich kann jetzt auch Quatsch. Nicht telefonieren, die Polizei ist da. Bis später, tschüss. Ist heute irgendetwas anders gewesen als sonst? Er ist 10:30 zum Spielen raus. Wir hatten vorher einen kleinen Streit, weil er seinen Schal nicht umbinden wollte, aber 2 Stunden waren abgemacht und als er 1 noch nicht da war, da haben wir uns auf die Suche gemacht und dann haben wir alle Freunde und Bekannten angerufen. Dann ist Thomas zur Polizei gegangen. Papi wird Karlchen ganz bestimmt finden. Karlchen? Oskar meint sie. Thomas ist mit seiner ältesten Tochter noch mal los, weil die ein Versteck wusste, wo Oskar vielleicht hätte sein können. Aber sie haben schon angerufen, er war nicht da. Es ist sicher nur ein schwacher Trost, Frau Liebig. Aber Kinder, die als vermisst gemeldet sind, tauchen meistens nach 1 oder 2 Tagen wieder auf. Aber Oskar würde nicht einfach so weglaufen. Hat er irgendjemanden kennengelernt? Einen neuen Freund? Hat er was erzählt? Moment. Hallo? Zeigst du mir mal das Zimmer von deinem Bruder? Ja? Nein, noch nicht. Komm. Thomas war gerade mit Laura am Wasserturm, aber da ist er nicht. Ja, klar, rufe ich an, sofort. Was ist denn das? Das ist eine AFH. Das hat Oskar mit dem Papa zusammengebaut. Eine AFH? Ja, eine automatische Futterhilfe. Oskar will nämlich mal Erfinder werden. Verstehe. Und die Bilder? Die sind für die Fische. GDL. Gegen die Langeweile. Sag mal, Ronja, warum warst du denn heute Morgen mit deinem Bruder nicht zusammen? Oskar wollte auf den Spielplatz. Und Spielplatz ist was für Babys. Und spielst du denn manchmal mit deinem Bruder Verstecken? Manchmal. Und habt ihr da auch ein RGV? Ein richtig gutes Versteck?
Sowas wie eine Höhle? Ja, zum Beispiel. Als ich klein war, habe ich mich immer im Wäschekorb versteckt. Da musste Mama mich ganz schön lang suchen. Und Oskar, hat der auch so ein tolles Versteck? Muss ja nicht hier im Haus sein. Nö, mit dem Verstecken zu spielen ist ganz schön doof. Den finde ich ja immer so schnell. Hallo Sabine. Sind die beiden schon zurück? Nein, aber das ist Sabine, LM. Wer ist denn LM? Lauras Mama. Ach so. Und? Lass ruhig an, wir gehen sowieso gleich. Es tut mir leid, was passiert ist. Glaubst du jetzt auch schon, dass ihm was passiert ist? Entschuldige, nein, ich... Ich weiß einfach nicht mehr, wo ich ihn noch suchen soll. Das ist Frau Glock von der Polizei. Thomas Engler, mein Lebensgefährte. Guten Tag. Sabine Hoffmann, die Mutter von Laura. Das ist Laura, meine Tochter. Was ist mit Oskar? Haben Sie ihn gefunden? Nein, noch nicht. Nein, er ist immer noch nicht wieder auf. Ich war gerade noch am Wasserturm, aber das ist ja auch nicht. Ihre Kollegen habe ich schon informiert. Ein paar Kinder sind uns noch eingefallen, die Oskar vielleicht kennen könnte. Wir werden alles überprüfen, Herr Engler. Zusammen. Tschüss, Susanne. Tschüss. Tschüss, meine Große. Melde dich, wenn du was weißt, ja? Ja, mach ich. Bitte sehr. Hallo? Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Nein, ich hab überall gesucht. Kann ich die Bilder mitnehmen? Sie kriegen sie bald zurück. Ja. Und wenn Ihnen irgendwas einfällt, und sei es auch noch so abwegig, bitte, rufen Sie mich an. Sie sind von der Mordkommission? Ja. Ich freue mich sehr, dass es uns nach 3 Anläufen endlich gelungen ist, Sie als Gastprofessorin an unsere Universität zu holen. Eine weitgereiste und sehr gefragte Wissenschaftlerin. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Frau Professorin Masha Krasivaya. Dobro poschola. Herzlich willkommen. Der Wodka. Schade, dass Sie in Irland nicht dabei waren auf dieser Tagung. Sie haben nicht nur meinen brillanten Vortrag über Emily Dickinson verpasst. Wir hätten uns ja auch viel früher kennengelernt. Dann holen wir das jetzt eben nach. Ich soll den Vortrag nochmal halten? Ja. Entschuldigung. Darf ich Sie kurz entführen? Nein. Ich meine, ich könnte Ihnen ja vielleicht Hamburg zeigen. Jenseits der Touristenpfade. Weil schließlich lebe ich seit Jahrhunderten in dieser Stadt. Dann haben Sie also die Besatzung der Dänen und der Franzosen live miterlebt. Ich muss zugeben, bei den Dänen war ich noch ein bisschen sehr jung. Aber so 1813 bei den Franzosen war ich in der Blüte meiner Jahre. Und jetzt? Jetzt bin ich reif. Wussten Sie schon, dass der Name der Reeperbahn zum Beispiel sich zurückführen lässt auf die Rebschläger? Die dort die geteerten Tau, die sogenannten Rebs, hergestellt haben. Ja, das wusste ich. Meine Mutter ist aus Hamburg. Und ich habe ein paar Jahre hier gelebt, so um 1800. Daher Ihr perfektes Deutsch. Kennen Sie die russische Seele von Hamburg? Simon? Es wird spät. Gute Nacht, Bella.
Ronja, komm, setz dich richtig hin. Wir frühstücken. Ronja. Macht denn Frau Schneider heute wieder Mathe? Das war Radio Elbe mit den Nachrichten. Du musst was essen. Ich will nicht essen. Ich will, dass Karlchen wiederkommt. Karlchen kommt ja wieder. Und essen musst du trotzdem. Soll ich dir ein Erdnussbutterbrötchen schmieren? Okay, Martin. Oskar, ist was passiert? Ich fühle das. Sag sowas nicht. Hallo, Francis. Hallo, Martin. Morgen, Thomas. Guten Morgen, Susanne. Und hier noch eine Suchmeldung. Habt ihr inzwischen was gehört? Seid mal still. Seit gestern Mittag wird der 6-jährige Oskar Liebig aus Hamburg-Wandsbek vermisst. Der Junge hat kurzes rotes Haar und Sommersprossen. Bekleidet ist er mit einem beigen Anorak, dunkelbraunen Jeans und blauen Stiefeln. Er trägt einen bunten Schal. Wer hat das Kind gesehen oder kann Angaben zu seinem Verbleib machen? Sachdienliche Hinweise nimmt. Es ist gut, dass es schon in den Nachrichten ist. Könnt ihr mir das Foto von Oskar geben, das ich im Sommer beim Schwimmen gemacht habe? Ich könnte es morgen auf unsere Titelseite bringen. Vergiss es, Martin, du bist draußen. Das ist die Story, Conny, ich habe einen Riecher dafür. Ja, ja, das hast du bei der Spekulationsstory von diesem Bankdirektor auch gesagt. Ach komm, fang nicht wieder damit an. Doch, unsere Zeitung hat sich von der Klage noch nicht erholt. Nun, was willst du? Ihr habt mich rausgeschmissen, also. Genau, und wir haben auch nicht vor, das wieder rückgängig zu machen. Conny, bitte. Conny, um unsere alten Zeiten willen, ne? Hör auf. Das ist Schnee von gestern. Die Nummer zieht nicht mehr. Es geht nicht nur um die Story, Conny. Der Junge da ist mein Neffe. Ich habe ihn aufwachsen sehen. Habe ihm Geschichten erzählt, ihm Schwimmen beigebracht. Oskar ist ein so liebenswerter Junge. Ein Kind, das jetzt vielleicht die Hilfe seines Onkels braucht und nicht nur meine, uns aller Hilfe. Conny, das ist ein Kind. Okay. Okay, wir machen die Story. Aber nicht du. Daniel wird sie schreiben. Jetzt überleg doch mal. Ich komme an Informationen, an die mein geschätzter Nachfolger niemals kommen könnte. Ich gebe dir genau 2 Stunden. Dann gehe ich mit meiner Geschichte zur Morgenzeitung und sorge dafür, dass sie nicht eine Zeile über meine Familie schreiben könnt. Ich habe die Exklusivrechte, vergiss das nicht. Clever warst du schon immer. Suchst du immer noch deine Manschettenknöpfe? Ich rufe dich heute Abend. Was hast du denn? Ich hab mich verrenkt. Ja, das sehe ich. Das geht nicht. Das auch kommen. Natürlich geht das. Stell dich nicht so an. Halt mir ein Wrack. Ja, das stimmt. Du musst dich hinlegen. Mein alter Mann, dem alles wehtut. Du, dein Hexenschuss geht vorbei, aber meine Arthrose nicht. Kann ich später lachen. Ich rufe dir einen Arzt. Du kannst mich doch jetzt nicht allein lassen. Ich brauch dich. Sei doch nicht so kitschig. Du brauchst eine Spritze. Ich hol dir einen Arzt. Ja, gut, ich kurz eine halbe Stunde. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen können wir nicht mehr ausschließen. Gut, gehen wir noch mal die Fakten durch. Kevin Petersen wurde von seinem Fahrrad gerissen, in ein Auto gezerrt und dann da in das Versteck gebracht. 3 Tage festgehalten, missbraucht und dann getötet. Laut Täterprofil suchen wir einen männlichen Täter zwischen 18 und 30 Jahren. Typ Einzelgänger und im Umgang mit Konflikten eher ungeschickt, durchschnittlich intelligent. Er reagiert schnell aggressiv und muss schon in seiner Kindheit durch gewalttätiges Verhalten aufgefallen sein. Ich habe Susanne Liebig am Telefon. Soll ich durchsteigen? Ja, bitte. Block Kriminalpolizei. Guten Tag. Sind Sie da ganz sicher, dass es erst seit gestern verschwunden ist? Das ist sein Rad. Eindeutig.
hat die Sachen alle selber rangebastelt. Vielen Dank, Frau Liebig. Herr Zöger, bitte. Was passiert jetzt? Wo ist Oskar denn? Ich kann Ihnen im Moment nicht mehr sagen. Mein Sohn ist ganze 2 Tage verschwunden und alles, was Sie gefunden haben, ist sein Fahrrad. Bitte beruhigen Sie sich. Ich will mich nicht beruhigen, verdammt nochmal. Ich will mein Kind wieder haben. Sie müssen mir doch helfen. Geben Sie mir eine Antwort. Keine Fotos, bitte. Susanne, ist das ein Fahrrad? Ich sagte keine Fotos. Verzeihen Sie bitte, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Engler. Ich bin der Onkel von Oskar. Ich arbeite beim Hamburger Kurier. Fotos nach der Pressekonferenz. Bitte kommen Sie mit. Und in den Minuten raus bist du. So, okay, Olaf. Guten Tag, Frau Noack. Guten Tag. Mein Name ist Bella Block von der Hamburger Kriminalpolizei. Wir haben zusammen telefoniert. Ja. Ich mag mir gar nicht vorstellen, dass Oskar wirklich was passiert ist. Sie sind doch seine Klassenlehrerin. War er in letzter Zeit irgendwie verändert? Oder hat er darüber gesprochen, dass er jemanden kennengelernt hat? Nein. Oskar ist sehr beliebt. Ein lebhafter kleiner Junge mit ungeheurer Neugier. Laura, Oskars Halbschwester. Aber die kennen Sie sicherlich schon. Entschuldigung. Ja, Block, hallo? Ich lebe noch. Simon, ich habe jetzt keine Zeit. Interessiert es dich nicht, wie es mir geht? Natürlich interessiert es mich, aber nicht jetzt. Sag mal, was war denn das? Du warst plötzlich weg. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir schon wieder besser geht. Und dass ich dich liebe. Das nenne ich eine Begrüßung. Sind Sie immer so schnell bei der Sache? Mascha, sind Sie das? Ja, wer dachten Sie denn, wer es ist? Ich begrüße alle so, die mich am Vormittag anrufen. Da kann man ja auf den Nachmittag gespannt sein. Und auf den Abend erst. Apropos Abend. Haben Sie vor, heute erst später in die Uni zu kommen? Oder warum sind Sie nicht hier? Haben Sie mich vermisst? Sie wollten mir das Buch bringen, den Kunert. Tut mir leid, ich komme heute nicht mehr in die Uni. Ich bin sozusagen gehandicapt. Die Hexe hat mich erwischt. Die Hexe? Verdreht, irgendwas eingeklemmt. Ein Nerv. Ich kann mich kaum bewegen. Der Arzt hat mir eine Spritze verpasst und strikte Ruhe verordnet. Also Ruhe ist für Lumbaga genau das Falsche. Oh. Und langsam. Nicht so schnell. Bitte, bitte nicht so schnell. So. Jetzt ist das gut so. Eine halbe Stunde muss er sein. Viel Freude. Поздравляю. Mascha, Sie müssen nicht auf mich warten. Sie können ruhig gehen. Ich lasse Sie doch nicht hin. Wie fühlen Sie sich denn? Professor? I am alive at night. I'm dead in the morning. Hans Sexton. Pulitzerpreis 1967, Selbstmord 1974. Da haben Sie die wichtigsten Daten im Kopf. Im Kopf. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Ja, gerne. Sag mal, Laura, wie alt bist du eigentlich? 11. Und wann kommt deine Mama nach Hause? Die hat Bereitschaftsdienst im Krankenhaus. Die kommt erst morgen früh. Bist du ja die ganze Nacht alleine. Wer kümmert sich da um dich? Meine Oma passt auf mich auf. Die ist seit einem Jahr im Himmel. Du hast deine Oma lieb gehabt, nicht? Unsere Nachbarin kommt, wenn Mama Dienst hat. Und am Wochenende bin ich sowieso bei Papa. Wärst du gern öfter bei deinem Papa? Ja, aber das geht nicht. Da wäre Mama ganz allein. Und sie hat ja nur noch mich. Sag mal, kannst du mir sagen, wo du gestern Vormittag warst? Ich war bei Julia. Die ist aus meiner Klasse. Gehst du immer am Sonntag zu deiner Freundin? Nein. Außerdem ist Julia nicht meine Freundin. Aha. Soll ich dir mal was sagen? Okay. Als ich so alt war wie du, da hatte ich überhaupt keine Freundin. Ich hatte nämlich rote Haare und keiner wollte mit mir spielen.
Meine Freunde sind die Flüsterer. Die Flüsterer? Wer sind denn die? Das ist mein Geheimnis. Du, pst, ich verspreche dir, ich sag nichts. Die hat mir die Oma geschickt. Die Flüsterer sind unsichtbare Wesen. Die passen auf mich auf. Und ich manchmal auch auf sie. Wir spielen auf die ganze Nacht. Haben die auch Namen? Ja klar, Hell, Flori und Big. Und der Oscar, hat der auch so ein Geheimnis? Für Geheimnis ist Karlchen doch noch zu klein. Ach so, klar. Schmeckt sehr gut. Als Krabat erwachte, war er in Schweiß gebadet. Er hatte sich in den Strohsack verbissen, er keuchte. Es dauerte eine Weile, bis er zur Ruhe kam. Dass er den Meister im Traum überwunden hatte, nahm er als gutes Omen. Von jetzt an war er sich seiner Sache vollkommen sicher. Die Tage des Meisters, das glaubte er nun zu wissen, waren gezählt. Er, Krabat, würde dem Treiben des Müllers ein Ende setzen. Ihm war es bestimmt, seine Macht zu brechen. Und jetzt wird geschlafen. Nein, Flori, ich lese keine Geschichte mehr vor. Morgen wieder, okay? Beck, hilfst du mir aufräumen? Flori. Hell, du kleine Schmusekatze. Ja, du darfst in meinem Bett schlafen. Heute Nacht, ausnahmsweise. Mamas Zimmer, da darf höchstens ich rein. Wenn jemand von Ihnen unseren Sohn gesehen hat, dann melden Sie sich doch bitte. Oskar ist ein kleiner Träumer. Vielleicht hat er die Orientierung verloren. Falls er umher irrt, dann bringen Sie ihn doch bitte zur Polizei. Falls er entführt wurde, dann bitte tun Sie ihm nichts. Er ist doch noch so klein. Er ist erst 6 Jahre Mami, alt. Mami. Ein Kind. Ich kann nicht schlafen. Geben Sie ihn uns zu. Komm, mein Schatz. Ich erzähle dir noch die Geschichte vom Hasenkind und dem Mondmann. Und dann wollen wir mal gucken, wie der Schlaf sich gut versteht. Gute Nacht, mein Schatz. Die Polizei hat immer noch keine Spur. Vielleicht hat ja Oskars Verschwinden irgendwas mit dem Mord an einem anderen Jungen zu tun. Wieso? Naja, jedenfalls hat es diese Kommissarin bei der Pressekonferenz auch nicht dementiert. Die tappen völlig im Dunkeln, Thomas. Wir müssen selber was tun und ich weiß auch schon was. Wir machen die Öffentlichkeit mobil. Wir kleben Plakate, wir sorgen dafür, dass alle die Augen aufhalten und mitsuchen. Und wir müssen ständig in den Medien präsent sein. Nur so erreichen wir Aufmerksamkeit und die brauchen wir. Nein. Was nein? Das geht nicht. Susanne ist jetzt schon völlig fertig mit den Nerven. Weißt du, wie viele von deinen Kollegen uns heute schon belagert haben? Es wird noch schlimmer, Thomas. Ich kenne meine Kollegen. Das war ekelhaft. Ihr werdet euch kaum davor schützen können. Es sei denn, ich halte sie euch vom Leib. Du brauchst mir nur die Rechte zu übertragen und ich sorge dafür, dass euch kein einziger Journalist mehr belästigt. Was für Rechte? Das ist so ein formales Ding. Es berechtigt mich, euch in der Öffentlichkeit zu vertreten. Und es garantiert, dass euch niemand mit den Honoraren bescheißt. Ich will kein Geld. Ich will Oscar. Ja, dann vertrau mir doch. Der Hamburger Kurier steigt ganz groß mit ein. Das habe ich alles schon geklärt. Als erstes machen wir ein langes Interview. Mit dir, dann Susanne, Ronja... Lass Ronja da raus. Das wird nicht gehen, Tommy. Wir brauchen Emotionen. Was redest du für ein Mist? Wir brauchen Emotionen. Bist du bescheuert? Ich will mein Kind zurück, verdammt nochmal. Kapier das endlich. Was ihr braucht, ist mir scheißegal. Das Plakat kommt super an und wird von der Konkurrenz neidisch beobachtet. Die Verkaufszahlen sind so hoch wie noch nie. Tja, Daniel, wird nichts draus, dass du deinen Arsch auf meinen Stuhl setzt. Wollen Sie zu mir?
Hat sich Ihre geschmacklose Aktion gelohnt? Was wollen Sie damit sagen? Nichts, nur dass Trauer eben auch lukrativ sein kann. Bitte. Was wollen Sie? Wie ist Ihre Beziehung zu Ihrem Bruder, Susanne und den Kindern? Danke. Viele Fragen auf einmal. Ich bin sicher, Sie können sie beantworten. Natürlich. Das Verhältnis zu meinem Bruder Thomas ist gut, das zu Susanne ebenfalls. Ich liebe Ihre Kinder. Reicht das? Stört Sie das? Ja. Und Sabine Hoffmann, wie stehen Sie zu ihr? Ich glaube, sie kann Susanne und die Kinder nicht besonders leiden. Also, wenn Sie mich fragen. Mache ich ja gerade. Mit ihr stimmt irgendwas nicht. Auf jeden Fall ist sie selber schuld, dass Thomas sie verlassen hat. Das erklären Sie mir sicher noch ein bisschen genauer. Ach, wissen Sie, sie gehört zu den Frauen, die ständig rumkommandieren, plötzlich in Heulen ausbrechen, nörgeln, immer unzufrieden sind. Herr Engler, kann es sein, dass Sie Schwierigkeiten mit Frauen haben? Frau Block, schauen Sie mich an, sehe ich sowas? Das kann ich so auf die Schnelle nicht sagen. Wo waren Sie letzten Sonntag? Zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr. Verstehe ich das richtig? Sie verdächtigen mich. Wenn Sie es so ausdrücken wollen? Ich bin sein Onkel, er ist mein Neffe, wir sind eine Familie. Jetzt lassen Sie mal den Quatsch. Wo waren Sie? Ich war bei meiner Freundin Alice Lechner. Das können Sie gerne nachprüfen. Du hast versprochen, mit mir Mikado zu spielen. Jetzt nicht. Versprochen ist versprochen. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich will die Suchplakate fertig machen. Du willst doch auch, dass Oskar wiedergefunden wird. Oskar, immer nur Oskar! Spinnst du? Was soll denn das? Ich hasse ihn! Warum denn? Er hat Leonardo kaputt gemacht. Ach je. Das war bestimmt keine böse Absicht. Vielleicht hatte Leonardo Bauchschmerzen und er wollte ihm helfen. Quatsch. Wir gehen mit Leonardo in die Puppenklinik und dann machen sie ihn wieder heil, ja? Laura, sag mal, du kannst doch nicht einfach hierher kommen. Ich muss arbeiten. Naja, aber ich dachte, es wäre eine Ausnahme, weil Oskar weg ist. Dann kann ich mitsuchen, ich finde ihn bestimmt. Du weißt doch auch nicht, wo er ist. Aber wenn du nachher Feierabend hast, können wir doch zusammen etwas machen. Nein, das können wir nicht. Warum nicht? Susanne und Ronja brauchen mich jetzt mehr. Aber ich will doch nur dabei sein. Das geht nicht. Warum denn nicht? Weil es nicht geht. Vorsicht, Vorsicht. Nicht so viel. Papa, stimmt es, dass du wegziehen willst aus Hamburg? Wie kommst du denn darauf? Oskar hat es gesagt. Nein, das ist gar nicht sicher. Weißt du, ich habe dein Angebot. In Hannover wird gerade ein neues Labor gebaut und das könnte ich leiten. Aber das ist noch lange nicht spruchreif. Aber du kannst doch nicht weggehen ohne mich. Ohne dich zu fragen, gehe ich sowieso nirgendwo hin. So. Und wenn du dich jetzt beeilst, dann schaffst du den Bus noch, ja? Ich wusste, dass du wieder der Erste bist. Big, wo hast du dich denn wieder versteckt? Bestimmt in Mamas Kleiderschrank. Guten Appetit. Mmh. Nicht kleckern, Flori. Thank you.
Warum flüsterst du, Hel? Du brauchst keine Angst zu haben. Du bist doch schon groß. Ich gehe nicht ohne dich weg. Das verspreche ich dir. Wer will denn da wieder nicht essen? Muss ich erst wieder böse werden, Big? Du isst jetzt und damit basta. Hallo. Lass uns was trinken gehen. Ich würde gern mit dir über Laura reden. Ich kann jetzt nicht. Ich habe ihr versprochen, dir eine Pizza essen zu gehen. Sie ist heute nach der Schule wieder zu mir gekommen. Kannst du dir nicht ein bisschen mehr Zeit für sie nehmen? Sie ist zu oft allein. Geht das schon wieder los? Denkst du, ich hätte nicht gern mehr Zeit für sie, aber ich muss arbeiten, Geld verdienen. Reg dich nicht gleich wieder auf. Entschuldige mal, du kommst hierher, machst mir Vorwürfe. Ausgerechnet du. Ich mach dir keine Vorwürfe. Ich will nur, dass du dir ein bisschen mehr Zeit für unsere Tochter nimmst. Nimm du dir doch mehr Zeit. Sie ist auch deine Tochter. Mama, Laura ist jedes Wochenende bei mir. Jedes. Du denkst, das reicht? Ist jedenfalls nicht immer einfach. Für mich nicht, für die Kinder nicht und für Susanne schon gar nicht. Warum sagst du nicht einfach, wie es ist? Gib doch zu, dass Laura dich stört. Sie stört mich doch nicht. Was ist mit den Ferien? Habt ihr sie einmal in den Urlaub mitgenommen? Sabine, ich habe einfach keine Lust, mit dir zu streiten. Ich habe im Moment wirklich andere Sorgen. Du hast recht. Es tut mir leid, Entschuldigung. Susanne ist schwanger. Es wird ein Mädchen. Das wird Laura treffen. Ich werde mit ihr reden. Wann? Wenn sich eine gute Gelegenheit findet. Dafür bist du ja Spezialist. Jetzt fang doch nicht wieder damit an. Das ist fast 8 Jahre her. Aber es war ein so großer Traum. Ich weiß, es war nicht richtig. Es war mein Fehler. Wir hätten diese verdammte Reise gar nicht machen sollen. Warum kannst du das nicht vergessen? Ich will nicht, dass Laura sich so fühlt wie ich damals. So verraten. Soll ich mit dir reden? Nein, das mache ich selber. Gut, ich hoffe bald. Du machst immer nur Druck. Merkst du das nicht? Laura fängt auch schon damit an. Ich habe keine Lust, mit dir darüber zu diskutieren. Ich hoffe, Oskar wird bald gefunden und es geht ihm gut. Und? Bisher nichts. Wieder nichts. Das war der letzte sachdienliche Hinweis. Haben Sie abgenommen? Ja, Evra Block, finden Sie nicht, dass Sie sich langsam mal den Tatsachen stellen sollten? Wir haben jetzt 2 ungelöste Fälle. Und anstatt sich darum zu kümmern, kämmen Sie ganz Hamburg Meter für Meter durch. Glauben Sie, ich mache das aus Jux und Dollerei? Es gab diesen konkreten Tipp und wir sind verpflichtet, jedem Hinweis nachzugehen. Ja, aber nicht in dieser Besatzung. Hätte ein Streifenwagen genügt. Was wollen Sie denn damit sagen? Ich will damit gar nichts sagen. Sie wissen, wie ich Ihre Arbeit schätze, aber ab jetzt. Wir müssen auf die Fahndungsblätter setzen und hoffen. Die ersten 72 Stunden sind verstrichen und Sie wissen, was das bedeutet. Wenn Sie es den Kollegen nicht sagen, sage ich es Ihnen. Also, wir brechen ab. Vielen Dank. Gut, gut, abbrechen, aufsitzen. Das Lied heißt Lyrisches Lied. Und ist von Wladimir Wysotsky. Kennen Sie den? Nein. Das ist ein Poet. Frauenheld. Er starb leider viel zu früh. Und
danach haben unglaublich viele weibliche Fans Selbstmord begangen. Die wollten einfach ohne ihr Idol nicht weiterleben. Ein schönes Lied. Fast so schön wie dieser Abend. Trinken wir noch einen Wodka. Ein, zwei. Oder mindestens drei. Morgen, Frau Block. Morgen, Ritter. Da drüben. Hallo. Was macht denn der Zeitungsfutze hier schon wieder? Der Engler wurde von einem Leser angerufen, dass ein kleiner Junge hier liegt. Er hat uns dann gleich informiert. Rufen die Leute heutzutage erst die Medien an, bevor sie die Polizei alarmieren? Anscheinend, ja. Danke. Morgen. Morgen, Frau Block. Der Junge ist seit mindestens 24 Stunden tot. Laut lokaler Gewebsschädigung und den Kältegangränen ist die Todesursache höchstwahrscheinlich Unterkühlung. Genaueres kann ich aber erst nach der Obduktion sagen. Liegt sexueller Missbrauch vor? Sieht nicht so aus. Ich würde sagen, paradoxes Wärmeempfinden. Er hat sich höchstwahrscheinlich selber ausgezogen. Sind das nicht Fesselspuren? Ja, von dem Seil. Er hat sich von seinen Handfesseln befreien können, aber dann haben ihn die Kräfte verlassen. Ja. Danke, wann kriegen wir Ihre Ergebnisse? Wie immer, Frau Block, so schnell wie möglich. Hey! Hey! Keine Fotos vom Kind! Hör auf! Hör auf! Mein Beileid. Herr Engler. Wer hat Sie angerufen? Keine Ahnung, er hat keinen Namen genannt, wollte anonym bleiben. Und wann? Heute Morgen in der Redaktion, so gegen 7:30. Können Sie mir denn schon sagen, woran mein Neffe gestorben ist? Der Arzt wollte mir keine Auskunft geben. Bevor keine genauen Ergebnisse der Obduktion vorliegen, kann ich Ihnen gar nichts sagen. Es wird ja auch schon genug spekuliert in Ihrer Zeitung. Hören Sie, ich frage Sie hier als sein Onkel. Ja, natürlich. Deswegen haben Sie auch gleich Ihren Fotografen mitgebracht. Wegen der Bilder im Familienalbum. Frau Liebig, kann ich reinkommen? Bitte.
Warum kommst du denn so spät? Schlaf weiter. Wir haben ihn gefunden. Den kleinen Jungen? Er ist tot. Kalte Füße. Kommst du? Gleich. Ich dachte, wir frühstücken gemeinsam. Ich habe die Milchbrötchen mitgebracht. Nicht böse sein. Ich weiß, ich darf nicht in Mamas Bett schlafen und trotzdem tust du es. Ich konnte nicht einschlafen. Hast du an Oskar denken müssen? Nach dem, was passiert ist, musst du heute nicht in die Schule gehen. Ehrlich? Mhm. Kannst du dir was wünschen, was wir machen? Ich möchte mit dir auf den Rummel gehen. Und so viel Zuckerwatte essen, dass mir der Bauch weht. Hör mit dieser Babystimme auf, ich mag das nicht. Aufstehen. Hast ja schon wieder mein Nachthemd an. Komm, raus aus dem Bett. 2/3 aller Gewaltverbrechen werden laut Statistik von Bekannten oder Verwandten des Opfers ausgeführt. Und ich bin sicher, auch Oskar kannte seinen Mörder. Was ist eigentlich mit Sabine Hoffmann? Hat die ein Alibi? Glauben Sie, dass sie was damit zu tun hat? Hat sie oder hat sie nicht? Nein, sie war zu Hause alleine. Also, sie hat keins. Was mit dem Springseil? Gibt's was Neues? Da sind wir noch dran. Es war kein Sexualdelikt. Das Kind wurde sozusagen ausgesetzt. Aber warum? Was hat der kleine Oskar gesehen, was er nicht sehen sollte? Was hat er gewusst? Und warum bringt man ein Kind auf diese Weise um? Was ist mit dem anonymen Anrufer? Ist immer noch anonym. Das sieht aber lecker aus. Ich habe einen Riesenhunger. Entschuldigung, für dich habe ich jetzt keine mitbestellt. Du wolltest es auch erst später hier sein. Schon okay. Nehme ich eben ab. Aber nicht zu knapp. Danke. Übrigens, Alice Lechner hat ihre Aussage zurückgezogen. Ach ja. Damit ist das Alibi von Martin Endler geplatzt. Er war am Sonntag nicht schon ab 10 Uhr bei ihr, sondern kam erst gegen 12, darf ich? Und wieso sagt sie uns das erst jetzt? Weil sie ihren Journalisten mit einer anderen erwischt hat. In flagranti sozusagen. Die hättet ihr mal sehen sollen. Wütend ist harmlos ausgedrückt. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich betrogen werden würde. Die haben doch Hunger. Ups. Thank you.
vom Kino. Ich heiße Bella. Ich heiße Ludmila. Herzlich willkommen. Trinken Sie ein bisschen Wodka? Ja. Allein in Hamburg in über 37 Geschäften verkauft. Dann überprüfen Sie die 37 Geschäfte. Was ist mit dem Alibi von Sabine Hoffmann? Die Nachbarin kann es angeblich bestätigen, aber die alte Dame ist verreist und kommt erst übermorgen zurück. Haben Sie keine bessere Antwort? Nein, ich habe die Frau auch nicht in Urlaub geschickt. Frau Block, Sie wissen ja, morgen kommen die Jurastudenten und Sie hatten sich doch bereit erklärt, etwas aus der Praxis zu erzählen. Ich hätte das gerne mit Ihnen besprochen. Vergessen Sie es. Wie soll ich das verstehen? Ganz einfach, dass Sie mir mitsamt Ihren Jurastudenten mal im Mondschein begegnen können. Frau Block, in diesem Ton lasse ich nicht mit mir reden. Was soll denn das Theater? Ich habe zwei Mordfälle aufzuklären und keine Zeit für irgendwelche Studenten. Aber darum brauchen Sie nicht so aufzuregen! Natürlich muss ich mich aufregen! Es gibt zwei tote Kinder, wahrscheinlich brutal umgebracht. Also, ich habe zu arbeiten. Wenn Sie sich beruhigt haben, erwarte ich eine Entschuldigung von Ihnen. Und wann gehen wir endlich zusammen essen? Langsam Zeit, nach Hause zu gehen, ne? Ich will nicht nach Hause. Was ist denn passiert? Nichts ist passiert. Simon hat eine andere. Gib mir noch eine. Oh. Das renkt sich schon wieder ein. Wenn Männer in ein bestimmtes Alter kommen, dann testen wir, ob wir bei Frauen noch eine Chance haben. Das ist ein Naturgesetz. Quatsch. Aber meistens sind uns die jungen Dinger dann zu anstrengend. Wir kehren reumütig wieder nach Hause zurück. Prost. Sie ist aber nicht mehr jung. Sie ist so eine alte Schildkröte wie ich. Wenn sie wenigstens blond wäre. Aber sie trägt grau. Naja, irgendwas wird schon anders sein, oder? Mhm. Sie schläft nicht alleine. Spasiba! Du sprichst fließend Russisch. Konnichiwa. Ich hab dich unterschätzt. Das tun sie alle und dann bereuen sie's. Ach, danke, danke für diesen wunderschönen Abend. Es war mehr als wunderschön. Das war Russisch. Das war diesen Kuss Russisch. Wenn ich küsse, küsse ich. Und wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Das machen wir doch ganz genauso. Oh nein, nein. Ihr Deutschen denkt, wenn ihr das eine tut, immer schon an das andere. Ihr könnt nicht abschalten. Und? Was und? An was habe ich eben gedacht? Dass du sehr glücklich bist und es nicht sein dürftest. Hallo, Blutipia.
Ich glaube, ich liebe dich. Simon Abendroth. Was wollen Sie denn hier? Ich möchte mit Ihnen reden. Wie ist Ihr Verhältnis zu Herrn Engler? Er ist der Vater meiner Tochter. Und zu seiner Lebensgefährtin, den Kindern? Glauben Sie, ich habe mit dem Tod von Oskar was zu tun? Ist doch lächerlich. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet, ich bin müde. Ich möchte mich vor der Beerdigung noch ein, zwei Stunden hinlegen. Ich habe keine Lust und keine Kraft mehr, mich mit Ihnen über diesen Blödsinn zu unterhalten. Frau Hoffmann, ich kann Sie auch vorladen lassen. Gehen wir ein Stück. Laura verbringt fast jedes Wochenende bei ihrem Vater. Sie vergöttert ihn regelrecht, was ja auch nicht schwierig ist bei einem Sonntagsvater. Darf ich fragen, warum Sie sich getrennt haben? Naja, wie das eben so ist, da lernt der Mann eine andere Frau kennen, die ist plötzlich spannender, dann wird die schwanger und dann geht er eben. Haben Sie Kinder? Nein. Sie haben wahrscheinlich auch nicht viel Zeit fürs Privatleben. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und versuche, mein Leben so gut wie möglich zu leben. Soll er seine Susanne doch heiraten, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, er sagt es Laura und er drückt sich nicht wieder so wie damals. Damals? Was war denn damals? Ach, ist lange her, eine alte Geschichte. Aber irgendwie ist das Ganze wieder hochgekommen. Wollen Sie sie hören? Ja. Thomas und ich, wir hatten einen großen gemeinsamen Traum. Eine Weltreise nach unserem Studium. Erst hatten wir kein Geld, dann kam Laura. Irgendwann war es dann soweit. Laura haben wir zu Oma gegeben. Sie war damals 3. Alles war perfekt, bis auf eine Kleinigkeit. Sie hatten die Tickets vergessen. Nein. Wir sind dann losgeflogen und nach ungefähr 6 Wochen in einer kleinen Bar in Marokko hat er mir gestanden, dass er sich verliebt hat vor einem halben Jahr. Dass er sich trennen wird von mir. Das war's dann. Das Schlimme daran war, nicht nur verlassen zu werden. Er hat nicht den Mut gehabt, mir reinen Wein einzuschenken. Das kenne ich. Man spricht so lange ein Thema nicht an, weil man hofft, dass sich das Problem irgendwie von selbst löst. Bereuen Sie, die Wahrheit erfahren zu haben? Nein. Naja, doch. Vielleicht manchmal. Sie sind doch sonst auch nie auf den Mund gefallen. Also, warum haben Sie uns verschwiegen, dass der Hamburger Kurier Sie vorher entlassen hatte? Warum sollte ich Ihnen das sagen? Seien Sie mal nicht so naiv. Journalisten gibt es wie Sand am Meer. Und es ist heutzutage nicht mehr so einfach, eine Arbeit zu finden. Sie haben mit Ihrer Exklusivstory Ihren Job gerettet und Ihren Ruf. Möchten Sie auch einen Kaffee? Nein, danke. Sie meinen, ich hätte nur, um meinen Job zu retten, meinen eigenen Neffen umgebracht? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Es haben Menschen schon wegen einer halben Flasche Wodka gemordet. Ach, das ist doch lächerlich. Genauso lächerlich wie das Alibi, das Sie uns aufgetischt haben. Sie waren an dem Sonntag, wo Ihr Neffe verschwunden ist, nicht schon um 10, sondern erst um 12 bei Ihrer Freundin. Sagt sie das? Ja. Alice lügt, ich war ab 10 Uhr bei ihr. Damit will sie mich strafen, weil ich sie verlassen habe. Weil Sie sie betrogen haben. Also wer hier wen verlässt, das ist ja Ihre Privatangelegenheit, Herr Engler. Mich interessiert dabei nur erstens, Sie haben für den besagten Sonntag kein Alibi. Und zweitens, Sie haben ein Motiv. Kennen Sie Kevin Petersen? Wollen Sie mir etwa den Mord an dem anderen rothaarigen Jungen auch noch anhängen? Sie wissen aber ganz gut Bescheid, ne? Hören Sie, ich bin Journalist einer großen Boulevardzeitung. Das zu wissen ist mein Job. Aber ich kenne den kleinen Petersen nicht. Und wenn Sie es genau wissen wollen, ich stehe nicht auf Kinder, absolut nicht. Können Sie mir irgendwas nachweisen? Noch nicht. Sie können noch nicht gehen. Sie können erst gehen, wenn ich Ihnen sage, dass Sie gehen können. Sie können gehen. Ihre Vorwürfe, Frau Block, sind absurd. Und sie tun weh. Das hier könnte auf die Titelseite, was meint ihr? Hast du die Texte schon geschrieben? Ich würde sie gern vorher redigieren.
Martin. Das geht zu weit. So war das nicht abgemacht. Einen Moment, ja? Wie konntest du sowas zulassen? Entschuldigung. Sag mal, spinnst du? Was soll das eben? Kann das Baby in ihrem Bauch über den Verlust hinweghelfen? Das ist so geschmacklos, Martin. Das ist widerlich. Susannes Schwangerschaft geht niemandem etwas an. Ja, beruhig dich. Ich entziehe dir sämtliche Exklusivrechte. Kein Foto kommt mehr in diese Zeitung. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Wir müssen weitermachen. Oder bist du nicht mehr daran interessiert, wer deinen Sohn auf dem Gewissen hat? Darum wird sich die Polizei kümmern. Ja, das sehe ich. Haben die überhaupt irgendeine Spur? Tommy, glaub mir, Öffentlichkeit herzustellen ist das Beste, was wir tun können, um Karlchens Mörder zu finden. Ich verstehe meinen Job. Hast du Sabine vorhin auf der Beerdigung beobachtet? Wieso? Ja, bei Laura, bei dem Kind kann ich ja noch verstehen, dass es das Ganze nicht begreift und die ganze Zeit in den Himmel starrt, aber bei Sabine? Sie wirkte so teilnahmslos. Ist dir das nicht aufgefallen? Ich will den dicken Pulli morgen nicht mehr anziehen. Der ist doof. Und warum ist der Pulli auf einmal doof? Darum, der kratzt. Der Pulli wird morgen angezogen und fertig. Du bist gemein. Schluss jetzt! Ihn hast du auch rausgeschickt. Zum Spielen, erinnerst du dich? Oskar wollte gar nicht und du hast gesagt, frische Luft ist gesund für ihn. Jetzt ist er tot. Was willst du denn damit sagen? Du musstest den Sonntag ja mal wieder allein mit Laura verbringen und dabei war dir dein Sohn im Weg und dann hast du ihn eben einfach rausgeschickt. Willst du sagen, dass ich an allem schuld bin? Natürlich. Wenn du nicht drauf bestanden hättest... Willst du sagen, ich hätte mein Kind umgebracht? Dann wäre er noch hier, er wäre noch bei uns. Hör auf! Wir können zusammen... Hör auf! Fass mich nicht an! Lass Susanne, mich hör auf! Fass mich nicht an! Hallo Papi, was machst du denn hier? Ich muss mit dir reden. Du machst es aber spannend. Wir werden uns jetzt eine Weile nicht sehen können. Wir fahren zu Ronjas Großeltern nach Landsberg. Wann? Morgen. Kann ich mitkommen? Nein, das geht nicht. Bitte, Papi. In 3 Wochen sind wir ja schon wieder zurück. Wir brauchen jetzt einfach eine andere Umgebung. Zu Hause erinnert alles an Oskar. Oskar geht's gut. Das haben mir die Flüsterer gesagt. Er hat jetzt sogar wieder Fische im Himmel. Du bist ein tolles Mädchen. Was macht Ronja denn hier? Ich kann sie im Moment nicht allein lassen. Für Ronja ist es viel schwerer zu verstehen als für uns, dass Oskar nicht mehr da ist. Ich habe ihr versprochen, mit ihr in den Zoo zu gehen. Prima. Nein, Laura, ich habe Ronja versprochen, mit ihr allein in den Zoo zu gehen. Wir bringen dich aber vorher noch nach Hause. Wie war es in der Schule? Habt ihr nicht eine Mathearbeit geschrieben? Wenn es nicht so gut gelaufen ist, ist es nicht so schlimm, kann passieren. Was ist los? Warum isst du nichts? Was soll das Theater? Raus mit der Sprache, was ist los? Antworte mir, ich habe dich was gefragt, Laura. Warum bist du eigentlich immer nur mit mir, sondern nicht mit deinem Vater? Er ist doch nicht ehrlich zu dir. Oder hat er dir gesagt, dass Susanne ein Kind kriegt? Gut, dass sie endlich schläft. Susanne, nicht. Ich will nur Karlchen gute Nacht sagen. Wenn ich das Schwein zu fassen kriege, den bringe ich um, das schwöre ich dir. Den bringe ich um.
Tschüss, Svenja. Überraschung. Mann, hast du mich erschreckt. Nicht so laut. Ich habe eine Überraschung für dich. Du sahst gestern so traurig aus. Was ist das? Mäuse? Weißt du, genau solche, die du magst. Und die sind wirklich für mich? Na klar. Oh, so welche habe ich mir schon immer gewünscht. Das geht nicht. Wieso denn nicht? Mama mag keine Mäuse. Und weißt du, schon gar nicht. Ich weiß was. Wir verstecken die Mäuse an einem Platz, den nur wir kennen. Okay? Ja. Das hier ist Lilly. Na, Lilly? Kümmerst du dich um Maxi und Lilly, wenn wir wegfahren? Was ist denn los? Sie ist weg, spurlos verschwunden. Jetzt bleibt ganz ruhig. Was ist passiert? Ronja ist auch weg. Hat Ilona sie nicht von der Schule abgeholt? Doch, sie sagt, sie hat gesehen, wie sie bis zur Treppe gegangen ist. Aber Ronja ist nicht hier. Ich habe schon überall gesucht. Ich habe auch alle Leute angerufen. Unsere Tochter ist auch weg. Sie ist tot. Ich komme sofort. Sie werden sich gleich besser fühlen. Er wird ganz duselig. Das ist normal. Wir nehmen Sie mit ins Krankenhaus. Ich bleib hier, falls Ronja kommt. Denken Sie an Ihr Baby. Susanne, bitte. Die Ärztin hat recht. Denk an das Baby. Das Baby ist mir egal. Ich will zu Hause sein, wenn Ronja kommt. Guten Tag, Herr Engler. Tag. Kommen Sie rein. Meine Frau hatte einen schweren Nervenzusammenbruch. Wir tun alles, um Ihre Tochter so schnell wie möglich zu finden, Frau Liebig. Ich komme gleich nach. Wir bringen Ihre Frau ins AK Wandsbek. Herr Engler, wie erklären Sie sich das? Was? Dass jetzt auch Ihr zweites Kind verschwunden ist. Wieso fragen Sie mich das? Stimmt etwas in Ihrer Familie nicht? Ich verbitte mir solche Unterstellungen. Meine Aufgabe ist es, die Wahrheit herauszufinden. Nein, Ihre Aufgabe ist es, meine Tochter zu finden. Haben Sie Ihrer Tochter etwas gesagt, etwas gemacht, ihr Angst eingejagt? Was glauben Sie eigentlich? Mein Kind ist tot! Da laufe ich doch nicht hier rum und erschrecke meine Tochter! Haben Sie Ronja mit etwas konfrontiert? Nein, verdammt nochmal! Entschuldigen Sie, wenn ich persönlich geworden bin. Es war genauso gemeint.
Also ihr beiden nehmt die Eichenstraße. Da liegen noch Bilder vom gesuchten Kind. Alles klar? Ein Moment, ja. Hellkamp, Romberg und Schubstraße. Wir überprüfen das, danke. Glauben Sie wirklich, wir haben es mit einem Verbrechen zu tun? Ich meine, die Kleine ist doch nach dem Tod ihres Bruders in einer äußerst instabilen Lage. Ja, sie muss sehen, wie ihre Eltern leiden und sich im Moment alles um Oskar dreht. Da kann es doch trotz Trauer zur Eifersucht kommen. Und in einer solchen Situation kann es doch durchaus sein, dass ein Kind einfach mal von zu Hause abhaut. Und wenn das nicht so ist, können Sie das verantworten? Frau Block, ja? Die Telefongesellschaft, die wollen Sie sprechen. Ja, Block. Was? Was gibt's denn? Es gab keinen anonymen Anrufer beim Hamburger Kurier. Computerfehler. Okay. Okay, ich war dort. Da war der Kleine aber schon tot. Bisschen genauer, bitte. Ich weiß auch nicht, wie ich aufs Schwimmbad gekommen bin. Ist mir plötzlich eingefallen. Ich war mit Oskar letzten Sommer ein paar Mal dort, heimlich. Meine Schwägerin und mein übervorsichtiger Bruder wollten das nicht, weil es da kein Kinderbecken gibt. Aber schwimmen lernen im Kinderbecken ist ja albern. Und dann? Dann habe ich ihn da liegen sehen. Ich war geschockt und wusste nicht, was ich machen soll. Und warum haben Sie dann einen anonymen Anrufer erfunden? Weil ich geahnt habe, dass Sie mir nicht glauben werden. Es kann aber auch so gewesen sein, dass Sie Ihren Neffen an diesen Ort gelockt haben und dann jämmerlich erfrieren ließen, nur um eine gute Story zu kriegen. Ich bin kein Mörder, verdammt nochmal. Sie waren am Tatort, bevor wir die Leiche gefunden haben. Das genügt für einen Haftbefehl. Wo ist Ronja? Wo? Bitte, Frau Block, ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, wo Ronja ist. Das müssen Sie mir glauben. Frau Block? Die Einzige, die wir aus der Familie nicht erreichen konnten, ist Sabine Hoffmann. Ist auf irgendeinem Kongress. Wir überprüfen das, okay? Ja, selbstverständlich. Du brauchst nicht leise zu sein. Ich bin noch wach. Warum? Was fehlt dir in unserer Beziehung? Was ist schiefgelaufen und seit wann? Woher weißt du es? Ich bin bei der Polizei. Das ist doch jetzt auch egal. Tatsache ist, dass du mich mit deiner russischen Kollegin betrügst. Bella, das ist nicht einer deiner Fälle. Oh doch. Das ist mein ganz persönlicher Fall. In meinem Beruf kommt man meistens über das Motiv zum Täter. Hier fehlt mir das Motiv. Kannst du mir helfen? Ich will dich nicht verlieren. Und ich habe gemerkt, dass mir an unserer Beziehung mehr liegt, als ich vielleicht wahrhaben will. Ich würde jetzt gern was anderes sagen, Bella, aber das wäre nicht ehrlich. Mascha, das ist keine kleine Affäre. Das ist mehr. Ich weiß. Ich habe alles so gemacht, wie ihr es mir gesagt habt. Und du glaubst wirklich, dass jetzt alles gut wird, Hel? Na gut, dann lese ich euch jetzt noch was vor. Sie knüpfte das Tuch von den Augen. Dann trat sie auf Krabat zu. Du bist frei. Die Burschen standen an ihren Plätzen, zu Eis erstarrt. Der Meister, sie wussten es alle, würde den Neujahrstag nicht erleben. Um Mitternacht musste er sterben. Dann würde die Mühle in Flammen aufgehen. Krabat war außerstande, ein Wort zu sagen. Er war wie versteinert. Da legte die Katorka ihn den Arm um die Schultern und hüllte ihn in ihr wollenes Umtuch ein. Warm war es, weich und warm, wie ein Schutzmantel. »Wie hast du mich unter den Mitgesellen herausgefunden?«, fragte Krabat. »Ich habe gespürt, dass du Angst hattest«, sagte sie.
Angst um mich. Daran habe ich dich erkannt. Frau Hoffmanns Alibi ist hieb- und stichfest. Nein, danke. Nur Kaffee, bitte. Ja, schwarz, ja, ne? Ja. Sie war die ganze Zeit auf diesem Medizinerkongress über Gefäßerkrankungen. Dafür gibt es an die 200 Zeugen. Sie haben doch nicht ernsthaft geglaubt, dass Sabine Hoffmann irgendwas mit dem Verschwinden von Ronja zu tun hat. Wissen Sie, wozu eine Frau fähig ist, die wegen einer anderen verlassen wird? Martin Engler erwähnte mal, dass Sabine die Kinder ihres Ex-Partners nicht besonders mag. Was ist überhaupt mit dem? Keine Neuigkeiten. Der behauptet nach wie vor, nichts damit zu tun zu haben. Tja, dann müssen wir ihn 48 Stunden wieder laufen lassen und stehen vor dem Nichts. Also irgendwas stimmt nicht mit dieser Familie. Aber was? Hallo, Laura. Machst du mit mir einen kleinen Spaziergang? Ja? Sag mal, weißt du schon, dass Ronja verschwunden ist? Kannst du mir sagen, wo wir sie suchen müssen? Nein. Manchmal verraten sie Schwestern ja ihre Geheimnisse gegenseitig. Ronja ist nicht meine Schwester, sondern meine Halbschwester. Ja, ich weiß, schon. Trotzdem hat sie dir gar nichts gesagt. Sag mal, Laura, hast du gestern deinen Onkel Martin gesehen? Und war er bei deinem Papa? Was siehst du denn gerade? Oma. Deine Omi. Guckt sie dir aus dem Himmel zu? Manchmal ist sie ganz nah und flüstert mir etwas zu. Und was hat sie gerade gesagt? Dass Hell zu Hause weint. Ich muss mich beeilen. Warum weint Hell? Sag's endlich. Also, der Institutsleiter hat mit mir gesprochen und hat mir den Lehrstuhl in Aussicht gestellt. Das heißt, ich könnte in Hamburg bleiben. Was sagst du dazu? Ist das nicht großartig? Ja, das ist toll. In einer Woche muss ich mich entscheiden, wenn ich die Gastprofessur in Prag noch rechtzeitig absagen will. Wir müssen nichts überstürzen, Simon, aber wir haben eine reelle Chance. Ja, das sollten wir feiern. Ich habe mich schon lange nicht mehr so wohl gefühlt wie mit dir, Mascha. In meinem ganzen Leben. Ich bin noch nie so verwöhnt worden. Wird's aber Zeit. Du bist es wert, Simon. Du hast etwas völlig Neues in mir geweckt. Das war so wunderbar. Ich habe das so genossen. Wahr. Habe. Du bist eine faszinierende Frau, Mascha, aber... Aber du liebst deine Bella. Ja. Ja, ich liebe sie. Auch wenn es manchmal wehtut. Verzeih mir bitte. Für Gefühle muss man sich nicht entschuldigen. Спасибо.
Fieber, Simon Abendroth. Wofür bedankst du dich? Es war schön. She has always been there, my darling. She's in fact exquisite. She's more than that. She is your have to have. Anne Sexton. Für meinen Liebhaber, der zu seiner Frau zurückkehrt. Thomas. Wir haben noch was vom Abendbrot übrig. Ich mach's dir warm. Hallo. Darf ich? Natürlich. Bitte, komm doch rein. Mir fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Ich muss einfach mit jemandem reden. Möchtest du was trinken? Vielleicht einen Calvados? So wie früher? Ja, gern. Martin ist in Untersuchungshaft. Von Ron hier gibt's einfach keine Spur. Hier. Ich weiß nicht, ob Susanne, ob sie das Kind behalten kann. Das sieht nicht gut aus. Du musst später noch mal zu ihr ins Krankenhaus. Frau Block? Frau Block, wenn Sie vielleicht vorsichtig, aber das heißt vorsichtig. Ich habe da einen Schuss reinmachen lassen. Ist das recht so? Prost. Prost. Ja. Oder? Schön warm. Ganz schön süß. Sie gehen zu der Mutter von Lauras Freundin und fragen, wie lange genau Laura an dem Sonntag bei Ihnen war. Jetzt? Jetzt. Den tiefen Schlaf muss sie von dir geerbt haben. Wer kann das sein? Entschuldigen Sie die späte Störung, aber ich muss unbedingt mit Ihrer Tochter Laura sprechen. Jetzt? Was ist passiert? Aber sie ist gerade eingeschlafen. Haben Sie Ronja gefunden? Nein, noch nicht, Herr Engler, aber vielleicht weiß ja Laura, wo sie ist. Na, was hat Laura damit zu tun? Bitte, wo schläft sie? Laura? Wach auf! Kannst du mir sagen, wo Ronja ist? Laura, das ist kein Spiel jetzt. Wo hast du Ronja versteckt? Das geht zu weit. Lassen Sie das Kind in Ruhe. Einen Moment, Frau Hoffmann. Könntest du mir mal dein Springseil zeigen, das du am Sonntagvormittag, als Oskar verschwunden ist, von deiner Freundin Julia abgeholt hast? Du hast es nicht mehr, stimmt es? Und du warst doch nicht den ganzen Vormittag bei deiner Freundin, sondern nur ganz kurz. Laura. Jetzt guck mich mal an. Laura. Wenn du irgendwas weißt, dann musst du mir das sagen, ja? Bitte. Ich bin doch dein Papa. Ich hab dich lieb, Laura. Du lügst! Du hast Ronja viel lieber. Du sagst immer nur, dass du mich lieb hast. Wie kommst du denn darauf? Oskar hat gesagt, dass du Susanne heiraten wirst. Und dass er ein neues Baby bekommt, hast du mir auch nicht gesagt. Aber das hätte ich dir schon gesagt. Ich habe doch nur den richtigen Augenblick abwarten wollen. Laura, guck mich mal an. Komm. Jetzt sag mir mal, wo Ronja ist, bitte. Hm? Sie spielt mit ihren weißen Mäusen. Wo?
Katharina, kommen Sie. Das ist mein Kind. Bitte, Herr Engler, Sie können jetzt nicht helfen. Ronja? Hörst du mich? Lampe. Die Kleine lebt. Kinder sind erst Opfer, dann Täter. Magst du noch was trinken? Und dann hast du Oskar getroffen. Er war schon fast zu Hause. Und dann hat er gesagt, dass ihm langweilig ist, weil keiner von seinen Freunden auf dem Spielplatz war. Und dann? Und dann hat er gesagt, dass ich mit ihm spielen soll. Aber du hattest keine Lust dazu. Er hat gesagt, dass er mir ein Geheimnis verrät, wenn ich mit ihm Fahrrad fahre. Hol sie dir, hol sie dir, hol sie dir. Fang mich! Es ist nichts für Kleine. Du musst richtig fesseln, so wie Winnetou, an den Beinen. Okay, jetzt probier mal. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja. Die Mama heiratet nämlich den Papa. Aber du darfst es nur nicht wissen. Warum denn nicht? Hat der Papa gesagt. Wusstet ihr, dass 7% von allen Straftaten von Kindern unter 14 Jahren verübt werden? Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit, hat jemand gesagt. Was wird denn nun aus Laura? Bestraft werden kann sie nicht, sie ist ja noch ein Kind. Hauptsache ist, dass Laura ein Bewusstsein dafür bekommt, was sie getan hat. Und der Mörder von Kevin Peterson läuft immer noch frei herum. Ja, vergessen wir das nicht. Bitteschön.
Geht aufs Haus. Alle russischen Frauen. Dich gibt's nur einmal, Gott sei Dank. Ich? Wo sind meine Manschettenknöpfe? Telefon. Ich brauche die heute Abend. Also mal, wollen wir nicht lieber zu Hause bleiben? Nein, nein. Bella, du hast versprochen, mitzugehen. Nee, immer diese langweiligen Uni-Empfänge. Jetzt geh doch mal ran. Das ist doch dein Telefon. Oh, nee. Und wo ist dieses blöde Telefon? Na, vielleicht finde ich einen Manschettenknopf. Ja, bei Block. Ja, natürlich. Herr Obermord-Kommissionspräsident, Frau Block ist gerade untergetaucht.
Ich will es gar nicht hören. Ich will gar nicht hören, dass es dir leid tut. Die Arbeit ruft und Bella atmet erleichtert auf. Sie muss sich nicht mit irgendwelchen langweiligen, wildfremden Literaten unterhalten. Du nervst. Über langweilige, weltfremde Themen. Nein, sie darf zurück ins Revier und Räuber fangen. Simon, ein kleiner Junge ist verschwunden. 6 Jahre alt. Er sieht Kevin Petersen zum Verwechseln ähnlich. Das ist der Junge, den wir vor 3 Monaten mit Stichwunden tot aufgefunden haben. Sein Mörder läuft immer noch frei rum. Und vielleicht ist das vermisste Kind sein nächstes Opfer. Gefoltert, missbraucht und weggeworfen. Der vermisste Junge ist der 6-jährige Oskar Liebig. Er wollte zum Spielplatz, das war um 22:30. Also vor circa 6 Stunden. Ja. Er sieht Kevin Petersen sehr ähnlich. Glauben Sie an einen Serientäter? Wir machen eine Großfahndung. Hallo? Wer bist du denn? Ich bin Bella. Und du? Ronja. Ronja, sind deine Eltern zu Hause? Wer ist denn da? Ja, meine Mama. Kannst du sie mir mal holen? Na klar, melde ich mich. Hallo? Guten Tag. Sind Sie Susanne Liebig? Ja. Mein Name ist Bella Block, Kriminalpolizei. Haben Sie Oskar gefunden? Nein, leider noch nicht, aber ich hätte ein paar Fragen an Sie. Kommen Sie rein. Ist Ihr Sohn öfter schon mal später nach Hause gekommen, als es verabredet war? Nein, er kennt die Uhr ja schon. Die Uhr habe ich ihm da gebracht. Ja? Liebig? Wie alt bist du denn, Ronja? Ja, gut, fast schon 8. Und du? Nein, eben nicht. Bisschen mehr als 8. Ja, ich kann jetzt auch Quatsch. Nicht telefonieren, die Polizei ist da. Bis später, tschüss. Ist heute irgendetwas anders gewesen als sonst? Er ist um 22:30 zum Spielen raus. Wir hatten vorher einen kleinen Streit, weil er seinen Schal nicht umbinden wollte, aber 2 Stunden waren abgemacht. Und als er um 1 noch nicht da war, da haben wir uns auf die Suche gemacht. Und dann haben wir alle Freunde und Bekannten angerufen. Dann ist Thomas zur Polizei gegangen. Papi wird Karlchen ganz bestimmt finden. Karlchen? Oskar meint sie. Thomas ist mit seiner ältesten Tochter noch mal los, weil die ein Versteck wusste, wo Oskar vielleicht hätte sein können. Aber sie haben schon angerufen, er war nicht da. Es ist sicher nur ein schwacher Trost, Frau Liebig. Aber Kinder, die als vermisst gemeldet sind, tauchen meistens nach 1 oder 2 Tagen wieder auf. Aber Oskar würde nicht einfach so weglaufen. Hat er irgendjemanden kennengelernt? Einen neuen Freund? Hat er was erzählt? Moment. Hallo? Zeigst du mir mal das Zimmer von deinem Bruder? Ja. Nein, noch nicht. Thomas war gerade mit Laura am Wasserturm, aber da ist er nicht. Ja, klar, rufe ich an. Sofort. Was ist denn das? Das ist eine AFH. Das hat Oskar mit dem Papa zusammengebaut. Eine AFH? Ja, eine automatische Futterhilfe. Oskar will nämlich mal Erfinder werden. Verstehe. Und die Bilder? Die sind für die Fische. GDL. Gegen die Langeweile. Sag mal, Ronja, warum warst du denn heute Morgen mit deinem Bruder nicht zusammen? Oskar wollte auf den Spielplatz. Und Spielplatz ist was für Babys. Und spielst du denn manchmal mit deinem Bruder Verstecken? Manchmal. Und habt ihr da auch ein RGV? Ein richtig gutes Versteck? Sowas wie eine Höhle? Ja, zum Beispiel. Als ich klein war, habe ich mich immer im Wäschekorb versteckt. Da musste Mama mich ganz schön lang suchen. Und Oskar, hat der auch so ein tolles Versteck? Muss ja nicht hier im Haus sein. Nö. Mit dem Verstecken zu spielen, ist ganz schön doof. Den finde ich ja immer so schnell. Hallo Sabine. Sind die beiden schon zurück? Nein, aber das ist Sabine. LM. Wer ist denn LM? Lauras Mama. Ach so. Und? Lass ruhig an, wir gehen sowieso gleich. Es tut mir leid, was passiert ist. Glaubst du jetzt auch schon, dass ihm was passiert ist? Entschuldige, nein, ich... Ich weiß einfach nicht mehr, wo ich ihn noch suchen soll. Das ist Frau Block von der Polizei. Thomas Engler, mein Lebensgefährte. Guten Tag. Sabine Hoffmann, die Mutter von Laura. Das ist Laura, meine Tochter. Was ist mit Oskar? Haben Sie ihn gefunden? Nein, noch Bitte. Nicht. Nein, er ist immer noch nicht wieder auf. Ich war gerade noch am Wasserturm, aber das ist ja auch nicht. Ihre Kollegen habe ich schon informiert. Ein paar Kinder sind uns noch eingefallen, die Oskar vielleicht kennen könnte. Wir werden alles überprüfen, Herr Engler.
Tschüss, Susanne. Tschüss. Tschüss, meine Große. Melde dich, wenn du was weißt, ja? Ja, mach ich. Bitte sehr. Hallo? Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Nein, ich hab überall Besuch. Kann ich die Bilder mitnehmen? Sie kriegen sie bald zurück. Ja. Und wenn Ihnen irgendwas einfällt, und sei es auch noch so abwegig, bitte, rufen Sie mich an. Sie sind von der Mordkommission? Ja. Ich freue mich sehr, dass es uns nach 3 Anläufen endlich gelungen ist, Sie als Gastprofessorin an unsere Universität zu holen. Eine weitgereiste und sehr gefragte Wissenschaftlerin. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Frau Professorin Masha Krasivaya. Dobro poschola. Herzlich willkommen. Der Wodka. Schade, dass Sie in Irland nicht dabei waren auf dieser Tagung. Sie haben nicht nur meinen brillanten Vortrag über Emily Dickinson verpasst.